Hallo und willkommen in dieser Lektion. Ich bin Gisela Krieger-Kastelitz und gemeinsam mit meiner Kollegin Larissa Bartok möchte ich Ihnen heute etwas über den lernförderlichen Einsatz von Learning Analytics auf Ebene des gesamten Studiums erzählen. Wir wollen zeigen, welche theoretischen Überlegungen und welche Wirkmechanismen wir für den Einsatz von Learning Analytics als besonders wichtig identifiziert haben und vor allem, wie die Studierenden davon profitieren können. Bei Learning Analytics geht es ja darum, Studierenden mit Hilfe von Daten, die im Studienverlauf generiert werden, eben über diesen Verlauf Rückmeldung zu geben, sodass sie in ihrem Lern- und Studierverhalten unterstützt werden. Von Beginn ihres Studiums an produzieren Studierende Daten, wie zum Beispiel Prüfungsdaten oder absolvierte ECTS-Punkte. Wir konzentrieren uns in unserem Konzept darauf, wie diese Daten für Studierende nutzbar gemacht werden können, um Studierende bei ihrem Studienfortschritt zu unterstützen. Ja, und wie das gelingen kann, wollen wir jetzt konkret anhand des Einsatzes von Learning Analytics in einer Peer-Studien-Fortschrittsberatung vorstellen. Bei der Entwicklung des Konzepts war für uns ein wichtiger Punkt, dass Studierende mit ihren Daten nicht alleine gelassen werden. Und deswegen ist ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts die Verknüpfung von Learning Analytics mit einer persönlichen Beratung. Und um das umzusetzen, also um einen lern- und eigentlich studierförderlichen Einsatz von Learning Analytics zu erzielen, haben wir auf Basis der Erkenntnisse aus der Studienerfolgsforschung und anhand von ausgewählten psychologischen Theorien, wie beispielsweise der Selbstbestimmungstheorie, ein Konzept zur persönlichen Peer-Studien-Fortschrittsberatung entwickelt. Also in der Beratung besprechen die Studierenden mit den Beraterinnen ihre Anliegen. Zum Beispiel kann es um Studienzufriedenheit oder besser auch Unzufriedenheit gehen oder darum, sich bessere Lernstrategien anzueignen oder auch darum, wie man Haupt- und Nebenstudium unter einen Hut bekommt, Stichwort Zeitmanagement. Gleichzeitig zeigen die Beraterinnen den Studierenden über ein Dashboard Datenvisualisierungen zu ihrem Studienfortschritt und durch diese Visualisierungen können die Studierenden ihre persönlichen Ziele zu unterschiedlichen Kriterien in Bezug setzen. Zum Beispiel zur Mindeststudienzeit oder zum Studienverlauf anderer Studierender. Die Visualisierungen geben einerseits Orientierung, regen die Reflexion zum Beispiel über die eigenen Ziele an und unterstützen die realistische Selbsteinschätzung der Studierenden. Die Beraterinnen sind erfahrene Studierende und haben eine eigene Ausbildung für die Beratung gemacht. Der Dialog in der Beratung soll für die Studierenden Perspektiven und Handlungsoptionen eröffnen und sie sollen Ownership für ihre eigene Kompetenzentwicklung übernehmen. Über allem steht, dass die Studierenden unterstützt werden, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und in weiterer Folge auch in der Lage sind, die Ressourcen gut nutzen zu können. Die Visualisierungen sind mit dem Dialog verknüpft und verwoben und so können gemeinsam Handlungsoptionen erarbeitet werden. Wir wollen mit unserem Ansatz das Autonomie- und Kompetenzerleben und die soziale und akademische Eingebundenheit der Studierenden stärken. Die Berücksichtigung von diesen studentischen Grundbedürfnissen wird dabei in den Vordergrund gestellt. Und wie das alles mit intrinsischer Motivation, Prüfungsaktivität und im Endeffekt mit Studienerfolg zusammenhängt, auf das kommen wir gleich noch zurück. Ja, wir haben jetzt gerade gehört, dass es um die Stärkung wichtiger Grundbedürfnisse von Studierenden geht und darum, Handlungsstrategien zu erarbeiten, die den Studienfortschritt begünstigen. Dafür setzen wir einerseits am Studienerfolg bzw. an der Studienerfolgsforschung an und andererseits an ausgewählten psychologischen Theorien. Wir wollen beides nun genauer vorstellen. Ja, im Hinblick auf Studienerfolg ist es wichtig zu wissen, dass Studierende aus ganz unterschiedlichen Gründen prüfungsinaktiv werden können. Und abhängig von diesen Gründen, aber auch abhängig von der individuellen Bewertung des eigenen Studienerfolgs, unterscheiden sich auch die Maßnahmen, die zur Aktivierung der Studierenden beitragen können. Studienerfolg selbst ist multidimensional, wird also durch ganz viele unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Einerseits durch institutionelle Faktoren, wie zum Beispiel Lehrveranstaltungsplanung, und andererseits durch individuelle Faktoren, wie Berufstätigkeit, Betreuungspflichten oder auch Lernschwierigkeiten. Wir konzentrieren uns bereits bei der Auswahl der Daten, aber auch später in der Beratung auf jene Faktoren, wo die Studierenden Handlungsspielraum haben, also auf individuelle, unveränderbare Faktoren. Und auch wenn man es andersherum betrachtet, quasi mit Blick auf Studienmisserfolg im institutionellen Sinn, also wenn wir uns Studierende mit einer geringeren Studienaktivität ansehen, ist evident, dass auch das ganz unterschiedliche Ursachen hat.
Aus Studien wissen wir außerdem, dass nur ein Teil dieser wenig aktiven Studierenden motiviert werden kann und dass sich diese Studierenden ganz unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen wünschen. Und auf diesen Erkenntnissen bauen wir auf. Also ja, die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung haben unser Konzept wesentlich beeinflusst. Beim zugrunde liegenden theoretischen Fundament konzentrieren wir uns auf ausgewählte psychologische Theorien. Für das Konzept der Peer-Studien-Fortschrittsberatung und im Hinblick auf Studienerfolg ist die Selbstbestimmungstheorie der zentrale Ausgangspunkt. Sie geht davon aus, dass Autonomie und Kompetenzerleben zu einer Stärkung der intrinsischen Motivation führt und dies Studienerfolg begünstigt. Die intrinsische Motivation beschreibt dabei jene Motivation, eine Aufgabe aus eigenem Antrieb und um ihrer selbst willen zu verfolgen und ist in der Literatur stark mit Lernen und akademischer Leistung verknüpft. Sie wird im Gegensatz zur extrinsischen Motivation, die primär durch äußere Einflüsse wie Geld, Anerkennung und so weiter entsteht, häufig auch als die Motivation beschrieben, die stärker mit Lernerfolgen und Leistung verbunden ist. Deswegen ist sie für unser Konzept wichtig. Das Erleben von Autonomie, wie zum Beispiel die Gestaltung eines persönlichen Plans für das eigene Studium, führt laut Theorie zu mehr intrinsischer Motivation, die sich wiederum positiv auf den Studienfortschritt auswirkt. Studierende, die sich kompetent fühlen, ihre selbstgesetzten Ziele auch erreichen zu können, sind auch intrinsisch motivierter. Das wiederum wirkt sich im Endeffekt positiv auf die Prüfungsaktivität und somit auf den Studienerfolg aus. Okay, wir haben gehört, dass die Selbstbestimmungstheorie ein ganz zentraler Ausgangspunkt für das Konzept der Peer-Studienfortschrittsberatung ist und dass Studienerfolg ein multidimensionales Konstrukt ist. In der Beratung fließen diese Erkenntnisse unter anderem so ein, dass die Beraterinnen die Studierenden dabei unterstützen, die eigenen Ressourcen zu erkennen und auch mobilisieren zu können. Und dabei steht das motivationsfördernde Formulieren der eigenen Ziele und das Ableiten von konkreten Handlungsschritten im Fokus. Und Larissa, welche Theorien sind denn neben der Selbstbestimmungstheorie noch ins Konzept eingeflossen? Auch das akademische Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung spielen hier im Weiteren eine Rolle. Das akademische Selbstkonzept kann beschrieben werden als die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu einer bestimmten Bezugs- oder Vergleichsnorm. Verglichen werden dabei zum Beispiel die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit der Entwicklung über die Zeit, des eigenen Studienverlaufs oder mit dem anderer Studierender. Die Selbstwirksamkeitserwartung hingegen zielt darauf ab, ob sich Studierende zutrauen, die akademischen Herausforderungen wie zum Beispiel Prüfungen, fachliche Sozialisation oder dem Umgang mit Rückschlägen mit Hilfe ihrer persönlichen Kompetenzen und Ressourcen zu bewältigen. Beides ist wichtig für die Unterstützung von Studierenden und sollte bei der Entwicklung von wirkungsvollen Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Auch spielt natürlich die Fähigkeit des selbstregulierten Lernens auf Ebene des Studiums eine Rolle. So, das wäre jetzt eine Kurzzusammenfassung der für uns relevanten theoretischen Konzepte. Wie man all diese Aspekte bei der Entwicklung eines Angebots für Studierende berücksichtigen kann, ist Teil einer weiteren Lektion, worauf wir an dieser Stelle gerne weiterverweisen möchten. Dort beschreibe ich dann genauer, wie unsere Peer-Studien-Fortschrittsberatung funktioniert. Wir haben in diesem Video gesehen, dass die Wirkungszusammenhänge der von uns verwendeten theoretischen Konzepte komplex sind und viele verschiedene Faktoren die Motivation von Studierenden und damit ihren Studienerfolg fördern können. Ja, und wir konnten hoffentlich zeigen, dass ein theoretisch fundierter und gut eingebetteter Einsatz von Learning Analytics einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Studierenden in ihrer selbstbestimmten Lern- und Studiermotivation leisten kann.